richtige Reaktion. Andere Frage. Wer ist die unbekannte Tote vom Königsstuhl? Nicht nur mit dieser Frage wendet sich Eduard Zimmermann 1970 bei Aktenzeichen XY an die Öffentlichkeit, sondern auch mit diesem Kopf der Toten, ein aufwendig rekonstruierter Puppenkopf, möglich durch ein damals neuartiges Verfahren. In einem Fall, ja, der Kriminalgeschichte schreibt. Der Königsstuhl bei Heidelberg. Während eines Ausflugs findet eine Familie Haare im Waldboden. Es stellt sich heraus, es sind die Haare einer Toten. Ein neues Verfahren zur Rekonstruktion von Gesichtern soll die Identität der Frau klären. Am 13. November 1970 strahlt die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst zu dem Fall einen Filmbeitrag aus, der in die Kriminalgeschichte eingeht. Wenn es gelingt, die unbekannte Tote zu identifizieren. Der Journalist Ralf Döbele hat sich eingehend mit der Geschichte von Aktenzeichen XY ungelöst beschäftigt. Der Experte kennt den Fall sehr gut. Dieser Fall ist für mich einer der unheimlichsten der Geschichte von Aktenzeichen XY. Das hat einerseits mit der Art und Weise zu tun, wie die Situation des Leichenfundes in dem Filmbeitrag nachgestellt wurde. Und andererseits hat es auch damit zu tun, dass Eduard Zimmermann die nachmodellierte Büste eines Kopfes bei sich im Studio hatte, der Kopf der Toten. Für die Polizei beginnen die Ermittlungen am Himmelfahrtstag 1970. Eine Familie aus Mannheim ist an diesem 7. Mai zu einem Ausflug auf den Königsstuhl gekommen. Es sind die Kinder, die eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Schau mal, Papa, was ist denn das? Da wachsen Haare aus dem Boden. Die Leiche liegt schon seit einigen Monaten in dem Waldgebiet. Die Haare der Unbekannten sind blondiert. Die Frau war etwa 30 Jahre alt. Über Zeitungsaufrufe versucht die Polizei, mehr über die Identität der Toten herauszufinden. Und tatsächlich meldet sich eine Woche später ein Zeuge. Dieser Zeuge war besonders wichtig für die Polizei. Die Beamten fuhren mit ihm nochmal in das Waldgebiet, wo die Leiche gefunden wurde. Dabei schilderte der Mann, wie er an dem Sonntag, an dem mutmaßlich die Leiche in dem Wald abgelegt wurde, wie er dort unterwegs war, alleine in seinem Fahrzeug. Dabei fiel ihm ein roter Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen auf. Er bemerkte eine, Zitat, auffallende Blondine auf dem Beifahrersitz dieses Wagens und entschloss sich, dem Wagen dann in den Wald zu folgen. Also so weit, dass er auch selbst aus seinem Wagen ausstieg und den Reifenspuren dieses Wagens zu Fuß folgte. Dabei stellt sich natürlich die Frage, warum ist dieser Mann ganz alleine an einem Sonntagnachmittag im Wald unterwegs und folgt den Spuren eines vermeintlichen Liebespaares mitten in den Wald. Man kann sich durchaus fragen, welche Absichten er da verfolgte. Genau ausbuchstabiert wurde das in dem Filmbeitrag allerdings nicht. Das ominöse Fahrzeug sei einige Minuten später mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wald weggefahren, sagt der Zeuge. Ein paar Meter weiter drin im Wald, da war dann an einer Stelle frisch gegraben. Wo denn genau? Können Sie sich noch erinnern? Ja, genau da. Da, wo die Grube jetzt ist. Da ist es gewesen. Ja, aber haben Sie sich denn nicht angeschaut, was dort vergraben war? Nein, wer denkt denn an sowas? Ich hab gedacht, weiß Gott, was die los sein wollen. Ihre Katze vielleicht oder ein Hund. Aber eine Leiche? Wer kann denn das ahnen? Den Besitzer des roten Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen kann die Polizei zunächst nicht ermitteln. Um mehr über die Identität der Toten zu erfahren, entscheiden sich die Beamten für ein damals völlig neues Ermittlungsverfahren. Der mutilierte Kopf der Toten basierte auf einem Verfahren, das in der Sowjetunion quasi zur Serienreife entwickelt worden war durch die Beamten dort. Also die Kripo hatte dort große Erfolge damit erzielt. Adaptiert wurde dieses sogenannte Koordinatendiagrammverfahren dann von einem Mitarbeiter des hessischen LKA. Der hat basierend darauf dann den Kopf der Toten nachmodelliert. Die Polizei will diese Gesichtsrekonstruktion einem möglichst breiten Publikum zeigen. Die Beamten wenden sich an das ZDF. Am 13. November 1970 präsentiert Moderator Eduard Zimmermann den Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst. Mehr als 20 Millionen Zuschauer sind vor dem Fernseher dabei und bekommen das Modell des Kopfes gezeigt. Und wenn es gelingt, die unbekannte Tote zu identifizieren, so glaubt die Kripo aufgrund der speziellen Umstände ziemlich sicher, dass der Name der Toten sie auch zum Mörder führen wird.
Die Resonanz nach der XY-Sendung war eigentlich wie aus dem Lehrbuch der Fernsehfahndung. Also schon einen Tag nach der Sendung meldete sich der Vater einer vermissten Frau aus Österreich und auch weitere Angehörige dieser Frau meldeten sich. Es handelte sich um die 29-jährige Bardame Betty G., die eben aus Österreich stammte, aber inzwischen im Frankfurter Bahnhofsmilieu eine Kneipe betrieb. Bereits einen Monat später kann Eduard Zimmermann in seiner Sendung also über die heiße Spur berichten. Die Ähnlichkeiten zwischen der vermissten Betty G. und dem modellierten Kopf ist verblüffend. Durch eine Überprüfung des Zahnbildes der Frau wird endgültig klar, Betty G. ist tatsächlich die Tote vom Königsstuhl. Mit der Identifizierung der Unbekannten dürfte die Heidelberger Kripo ein Stück Kriminalgeschichte geschrieben haben. Und mit ihr Moritz Furtmeier, ein Beamter des Hessischen Landeskriminalamtes, der das Gesicht der Toten rekonstruiert und modelliert hat. Über die Identität der Toten gelangte die Kripo dann recht schnell an einen Tatverdächtigen. Es handelte sich um den 35-jährigen Yosef L., ein israelischer Staatsbürger, der seit 1967 illegal in Deutschland lebte. Er hatte im Frankfurter Bahnhofsmilieu Fuß gefasst und war dort allgemein unter dem Spitznamen Karate-Yoshi bekannt. Yosef L. War mit Betty G. liiert. Es muss aber keine sehr glückliche Beziehung gewesen sein. In einem Brief an ihre Schwester schilderte Betty Misshandlungen, die sie von Yosef L. zu erleiden hatte. Und scheinbar war auch Geld im Spiel, das er ihr noch schuldete. Doch die Frau auf dem Beifahrersitz ist nicht das Mordopfer, wie sich herausstellt. Im Gegenteil, sie hat Yosef L. begleitet, als er die Leiche im Wald verschwinden ließ. Ralf Döbele hat recherchiert, wie genau der Fall gelöst werden konnte. Yosef L. war nicht der alleinige Täter, obwohl er der Haupttäter war. Die Rekonstruktion des Tatgeschehens ergab, dass er in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 1970 Besuch hatte von Ilke P., die im Rotlichtmilieu als Jasmin bekannt war. Yosef L. und Ilke P. hatten wohl seit längerem bereits ein Verhältnis. Davon wusste auch Betty. Und in der Nacht, in der fraglichen Nacht, tauchte sie in der Wohnung von Yosef L. auf. Fand dort Ilke P. wohl leicht bekleidet vor. Daraufhin bekam sie einen Tobsuchtsanfall. Eifersuchtsszenen spielten sich ab. Betty G. wird geprügelt, getreten und gewürgt. Kurz darauf ist sie tot. Mit der Zeit kann die Polizei auch rekonstruieren, wie die Täter die Leiche entsorgt haben. Nachdem Betty tot war, brachten Yosef und Ilke die Frau zum Wagen von Ilke. Das war der besagte rote Mercedes, der auch bereits von dem Zeugen gesehen wurde. Dieser rote Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen. Die beiden Täter legten die Tote in den Kofferraum des Wagens, wo sie 3 Tage lang blieb. Danach übergossen sie das Gesicht der Frau mit Säure, um eine Identifizierung zu vermeiden, und brachten die Leiche schließlich in das Waldgebiet bei Heidelberg, wo sie schließlich gefunden wurde. 3 Jahre nachdem die Tote auf dem Königsstuhl gefunden wurde, wird das Urteil gegen das Täterpaar gesprochen. Letztendlich wurde Ilke P. auch nur wegen Begünstigung verurteilt zu einer Haftstrafe von 8 Monaten und zu einer Geldstrafe von 5.000 D-Mark. Dass dieses Urteil so relativ milde ausfiel, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie von dem bekannten Promi-Anwalt Rolf Bossi verteidigt wurde. Yosef L. schrammte knapp an der lebenslänglichen Freiheitsstrafe vorbei und wurde wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der spektakuläre Fall der unbekannten Toten, versteckt im Waldboden. Die Polizei konnte ihn klären, auch mit Hilfe von Aktenzeichen XY ungelöst.